Wann öffnet der Europapark? Die Antwort auf diese Frage war aufgrund der hohen Infektionszahlen lange völlig unklar. Seit ein paar Tagen machen deutlich sinkende Infektionszahlen, eine gleichzeitig steigende Impfquote und besseres Wetter in Richtung Sommer Hoffnung auf Lockerungen. Die baden-württembergische Landesregierung möchte insbesondere den Gastronomie- und Tourismusbetrieben eine Perspektive auf baldige Öffnung geben und hat deshalb einen Stufenplan entworfen, der auch eine Öffnung von Freizeitparks vorsieht. Der Plan besteht vorerst aus 3 Schritten. In einem ersten Schritt sollen unter anderem Hotels, die Außengastronomie sowie Zoos geöffnet werden. In der nächsten Stufe folgen zum Beispiel Theater, Kinos, Restaurants sowie Messen und andere Veranstaltungen mit begrenzter Besucherzahl. Die Öffnung von Freizeitparks ist dann im dritten und letzten Schritt vorgesehen. Dann sollen auch Hallenbäder öffnen dürfen und Großveranstaltungen wieder möglich sein. Grundvoraussetzung für alle Öffnungsschritte ist eine stabile 7-Tage-Inzidenz für mindestens 5 Tage unter 100, da sonst das bundesweite Infektionsschutzgesetz gilt, sowie sinkende Infektionszahlen. Entscheidend sind dafür immer die Fallzahlen im jeweiligen Land- oder Stadtkreis. Im Falle des Europaparks ist das der Ortenaukreis, der die 100er-Marke bereits jetzt unterschritten hat und aktuell bei einer Inzidenz von 96 liegt. Zwischen den Öffnungsschritten sollen außerdem immer mindestens 14 Tage liegen. Wann können wir also nach diesem Konzept mit einer Öffnung des Europaparks rechnen? Der Plan soll noch in der kommenden Woche in eine konkrete Verordnung gegossen werden, sodass dann die Termine feststehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Verordnung frühestens am Anfang der Woche darauf in Kraft tritt, wenn die alte Verordnung ausgelaufen ist, wäre der früheste Termin für den Start des Stufenplans der 17. Mai. Für den Europapark würde das dann eine Öffnung in 5 Wochen am 14. Juni bedeuten. Da die Landesregierung, bevor das Konzept öffentlich wurde, bereits eine Öffnung der Hotels zu Pfingsten angekündigt hat, gehe ich davon aus, dass der Stufenplan spätestens dann starten wird. Würde Stufe 1 also am Pfingstmontag, den 24. Mai, starten, dürfte der Europapark in 6 Wochen am 21. Juni in seine Sommersaison starten. Vorausgesetzt natürlich, die Infektionszahlen entwickeln sich in die richtige Richtung. Neben dem Stufenplan gibt es aber auch noch eine andere Hoffnung, die einen Saisonstart noch näher rücken lassen könnte. Die Landesregierung möchte parallel zu den stufenweisen Öffnungen nämlich auch Modellprojekte starten, um insbesondere in Bereichen mit unbekannter Infektionsgefahr Erfahrungen mit Öffnung zu sammeln. Explizit werden auch Freizeitparks genannt. Laut der Lara Zeitung soll das baden-württembergische Sozialministerium planen, den Europapark als solches Modellprojekt früher als im Stufenplan angedacht zu öffnen. Konkret wird Pfingsten als Eröffnungstermin genannt, also ein Saisonstart in 2 Wochen. Voraussetzung ist auch hier eine positive Entwicklung der Infektionszahlen im Ortenaukreis. Details über die Modellprojektplanungen sollen noch in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Neben dem Eröffnungstermin stellt sich dann auch noch die Frage, mit welchen Beschränkungen der Europapark in die Sommersaison 2021 starten wird. Hier wird wohl eine große Neuerung sein, dass nur noch Besucher mit negativem Schnelltest den Park betreten dürfen, wie es jetzt ja auch schon im Heidepark gehandhabt wird. Wie in ganz Deutschland werden vollständig Geimpfte und Genesene den negativ Getesteten gleichgestellt. Ansonsten sind die Regeln noch unklar. Auch zur Clubkarte gibt es noch keine weiteren Neuigkeiten. Sobald ein konkreter Eröffnungstermin des Parks feststeht, erfahrt ihr es natürlich hier auf meinem Kanal. Bis dahin bleibt gesund und optimistisch. Ciao!